Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom. Nicht wundern, wir haben gerade eine kleine Sequenz verpasst. Liegt daran, weil ich die Aufnahme gerade zum 5. oder 6. Mal gestartet habe. Vega hat uns nur mitgeteilt, er hat ein paar formschöne Sprungstiefel hier irgendwo deponiert, die wir uns gerne abholen können. Damit sollten wir dann auch den Doppelsprung können. Sorry, ich habe die Stelle gerade schon 5, 6 Mal gespielt. Ich weiß nicht, warum die Aufnahme hier jedes Mal abgekackt ist. Es ist einfach... Also heute ist einfach... Zum Mäusemaken, möchte ich sagen. Unsere Aufgabe ist es, Olivia zu töten, die sich in diesem schönen Turm befindet. Sieht ein bisschen aus wie der Magdeburger Dom. Und hier wartet unser erster Revenant auf uns. Sorry, dass ich das jetzt schon wusste, aber ich habe den Teil gerade schon ein paar Mal, wie gesagt, gespielt. Sorry dafür, aber was soll ich machen? Wenn die Aufnahme nicht will, dann will sie nicht. Ich habe jedoch keine Ahnung, warum sie jetzt nicht wollte. So, da unten erwartet uns Party. Ich werde mal gucken, ob ich den vielleicht schon von hier ein bisschen... Nee, kann ich nicht. Oh, doch, kann ich. Halt, halt, jetzt noch schnell genug sein, schnell genug sein, schnell genug sein. Und tschüss. Oh, okay. So, als nächstes der Kollege vielleicht. So. Ich hatte ja im letzten Part schon erwähnt, falls das mit dem Ruckeln schlimmer werden sollte. Eben in der Aufnahme war es zum Beispiel... sehr, sehr schlimm. Aber wenn das jetzt im Laufe der nächsten Parts konstant schlecht bleiben sollte, dann kann es sein, dass ich das Projekt komplett einstelle. Okay, hier haben wir den nächsten Revenant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin. Hier ist ein bisschen Heilung. Was macht er denn? Ach, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Oh, Kacke. Ich werde dann aber auch scheiße nervös. Ich werde scheiße nervös. Weil mit dem komischen Revenant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, was ist hier los? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, stirb, stirb, gib mir Heilung, Heilung, keine Heilung. Doch ein bisschen Heilung. Raketenwerfer, so, und jetzt schnappen wir uns den garstigen Kollegen. Oh. Jawohl. Oh, die explodieren. Sollte ich vielleicht nicht ganz so nah dran gehen. Oh, meine Güte, und ich habe ganz vergessen, den Timer zu starten. Entschuldigung, das mache ich mal jetzt vielleicht noch nachträglich. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Beim 6. Mal vergisst man es denn doch irgendwann. So, alles klar, Situation, naja, nennen wir es mal unter Kontrolle. So, die formschönen Sprungstiefel kriegen wir hier. So, jetzt könnte ich zum 6. Mal einen Witz über Deichmann oder Redung machen, aber verkneife ich mir jetzt einfach mal, habe ich tatsächlich keine Lust. Obwohl, ein paar formschöne Manolo Blahnik. So, was haben wir denn hier? Hier können wir uns heilen. Ist auch wieder bitter nötig. Doppelsprung. Du hast ein paar Delta-V-Sprungstiefel erhalten. Drücke zweimal, um einen Doppelsprung auszuführen. Genau, das sieht denn so aus. Kann auch sehr viel Schabernack mittreiben. Übrigens bin ich auch gerade schon zweimal in den Tod gestürzt, weil ich irgendwo hingesprungen bin, wo man nicht hinspringen sollte. So, was habe ich noch gesagt? Was habe ich noch gesagt? Genau, hier oben finden wir eine formschöne Rune. Die werde ich jetzt nicht erledigen, die Mission. Denn, zum einen weiß ich nicht, wie lange wir denn daran wieder hängen. Vielleicht schaffen wir es ja auch beim ersten Mal. Ich glaube aber nicht so richtig dran. Und da die Parts bei mir sowieso relativ kurz sind, seid mir nicht böse. Wenn jemand unbedingt will, dass wir die Runen noch holen, dann würde ich da ein extra Part mal zu machen. Aber, solange da im Moment kein Bedarf steht, ich glaube, so viele gucken ja auch nicht. So lange werde ich da jetzt das mal noch... Okay, hier kommen wir hoch. Werde ich da noch ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Rüber hinwegsehen, dass wir da eine Rune haben. Jetzt habe ich irgendwie Bullshit gelabert. Ist mir aber auch gerade hart egal. Entschuldigung, ich bin jetzt sowieso gerade ein bisschen... bisschen genervt aufgrund der Tatsache, dass... dass das mit der Aufnahme hier nicht klappt. Oh, Gott sei Dank. Da bin ich nämlich auch schon zweimal runtergefallen, nur weil ich dieses schöne Teil wollte. Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Bei jedem Wetter. Gut, auf was gehen wir denn mal? Rüstung, Munition, Gesundheit. Gesundheit sieht eigentlich immer ganz gut aus. Ich würde tatsächlich nochmal auf Munition gehen. Auch wenn wir... Ah, stimmt, da bekommen wir ja wieder volle Munition. Oh, super geil, super geil, super geil. Wir hatten nämlich nicht mehr so viel. So, ich guck nochmal, bevor gleich die Hölle hier
auf uns runterfällt. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Kommen wir hier irgendwo wieder raus? Kommen wir hier wieder raus? Okay, hier ist ein bisschen staubig. Da unten ist noch Schild. Könnten wir theoretisch auch noch mitnehmen. Okay. Das soll jetzt funktionieren? Okay, das funktioniert. Moment, kurz orientieren. Da war noch irgendwo Schild. Aber wo war es? Wo war es? Wo war es? Wo war es? Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht hier zu lange rumkraxeln. Ja, ist egal. Die 10 Schild. Setzen wir mal einen dicken, fetten Haufen drauf. Halt, das nehmen wir mit. Nee, können wir ja gar nicht. Wir sind ja full of money. Boah, mit dem Doppelsprung kommt man tatsächlich gefährlich weit. Oh, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Wird sicher ein Abenteuer, was seinesgleichen sucht. Oh. So, Speicherpunkt erreicht, Folge vorbei. Nein, Quatsch. Okay, hier hoch. Okay, hier liegt Gesundheit, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Hat da irgendwer gerade was geworfen? Bin schon paranoid. Oh Gott. Oh, so Sprungpassagen ist ja gar nicht mein Ding. Okay, die Musik wird gleich loslegen, ich höre schon. Ich gucke hier noch ein bisschen. Da. Okay. No fear. Destination Darkness. Okay. Hier runter. Okay, da oben ist schon der erste Hans Wurst. Den wir natürlich nicht treffen. Jetzt haben wir ihn getroffen. Okay, alles gut. Da kommt der nächste. Natürlich ist so ein... Nee, ist kein Dicker, ne? Ich dachte... Och, Mann. Ich stelle mich auch gerade blöd an, warte. So, wir kümmern uns direkt vor Ort. So, komm her, komm her. Ach, und der nächste wirft uns schon wieder ab. Das ist eine Kackstelle. Man weiß gar nicht so richtig, wo man hin soll. Hier jetzt rüber. Okay. Ei, spring doch. Oh, meine Güte. So, ich hoffe, dass die jetzt mal hier in die Richtung kommen. Ach, da oben wirft er wieder ganz munter. Hält sich wahrscheinlich für cool. Ist aber auch nicht schlimm. So, hier rein. Wo ist er hin? Hallo? Oh, jetzt steht er da oben. Hallo. Ach klar. Ja, komm, ich ziehe genau auf den und treffe den nicht. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ach hier, komm. Wisst ihr was, ihr könnt nicht mal. So. Der soll jetzt bitte mal hinterherkommen, wenn ihm danach ist. So, hier hoch. Wir haben jetzt einen Haufen Schaden bekommen. Ich lasse den einfach mal da hinten stehen. Den hingegen nicht. Obwohl, wir können es auch ein bisschen einfacher machen, wenn ich das Fass hier treffe. Ich treffe das Fass sowieso nicht. Doch, ich habe das Fass getroffen. Hat ein bisschen gedauert, aber... Ey! So. Ach, scheiße, den hätten wir auch mit einem Glory Kill töten können. Boah, das ist eine Kackstelle. Also, optisch cool, aber... Aber echt blöd zu spielen. So, ich gehe da jetzt mal rüber. Ah, oh, es passt heute so alles. Es passt alles heute... Ah, meine Güte. Ja, klar sind wir jetzt da runtergefallen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach. Das ist doch kacke. Ach, meine Güte. Nun spring da hoch, Mensch. Das ist doch wohl nicht wahr. Ach, wegen einem so einem Hampelmann sind wir jetzt da runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, warum der da runtergestürzt ist. Vielleicht ein Schwächeanfall oder so. Okay, ganz ruhig. Sorry, ich meine es nicht so großer. Jetzt stehen wir hier schon wieder so auf der Kippe. Da oben schießt der wieder. Ist mir jetzt mal hart egal. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. So, über das komische Rohr. Dann hier hoch. Sorry, wenn ich den jetzt mal da stehen lasse, aber das ist mir einfach zu bescheuert, jetzt da über mehrere Meter Entfernung rüber zu schießen. Hier kommen wir rüber und stürzen hoffentlich diesmal nicht runter. Ich stelle mich auch mit dem Arsch ein bisschen in die Ecke hier. Boah, da hat er uns getroffen und ich bin hier gezuckt wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht. Wir werden hier hart getroffen. Boah, es sind auch zwei Stück. Ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung. Jetzt kommt er natürlich rum. Boah, er geht mir hart auf den Sack. Ja, ich treffe den. Oh, ich habe ihn getroffen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Okay, Moment, wie kommen wir denn hier weiter? Wie kommen wir denn hier weiter? Ich habe keine Ahnung, wie wir... Hallo, 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 hallo. Können Sie das mal, können Sie das mal? Können Sie das mal? Und so? Hier wirft doch noch jemand. Alter Falter, geht es. Oh. Ist der mir auf den Sack gegangen gerade. Ich muss erstmal gucken, wie wir hier. Okay, ist vielleicht doch keine
schlechte Idee, die alle mal auszuschalten. Okay, jetzt stehen sie zu zweit. Finde ich sehr schön. Okay, anscheinend haben wir den... Natürlich haben wir den nicht getroffen. So, pass auf. Oh. Okay, wir haben das fast getroffen. Oh, ich stelle mich so blöd an. Das ist aber auch eine Kackstelle. Du kannst dich hier nicht bewegen oder so. Und ich habe keine Ahnung, wo wir... Oh, natürlich stehen da oben noch zwei. Der eine kommt rüber, der andere bleibt hier. Macht keinen Sinn, ist aber auch nicht schlimm. Ja, komm. Lass gut sein. Oh, Jim Knopf, ey. Ich komme jetzt. Warte. So, auf Wiedersehen. Wir haben jede Menge Schild und Gesundheit eingebüßt bei dieser Passage hier. Wo müssen wir lang? Zur Hölle, wo müssen wir lang? Auf Preisschutz? Hä, wo müssen wir lang? Um Gottes Willen, wo müssen wir lang? Sind das noch Richtung Tower? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Ach so, wir müssen hier oben vermutlich lang. Okay. Okay. Wie kommen wir denn da hoch? Heilige Kacke, müssen wir wieder ein Stück zurück? Ach du dicker Bernhard. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich wieder zurück. Hier kommen wir natürlich nicht zurück. Yes. Dröhnt die Musik schon wieder auf dem Ohr und will mir damit sagen, ey, stell dich mal nicht so doof an. Ja, sorry. Ich bin stets bemüht, aber das war's dann auch. Okay, hier hoch nehme ich an. Hier hoch. Ja, hier kommen wir wieder nicht weiter. Natürlich darüber. Oh, ey, halt dich doch. Warum hält er sich denn nicht fest, der Idiot? Ach, komm schon, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, wenn wir jetzt wieder gegen die Hampelmänner da kämpfen müssen, dann kotze ich hier im Strahl. Wir müssen gegen die wieder kämpfen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wo geht ihr mir alle auf den Sack heute? Oh, was für ein gebrauchter Tag, ey. Oh. Gleich fangen sie wieder an, hier ihre komischen Feuerbälle zu werfen. So, das war jetzt Glück, dass wir hier noch überlebt haben. Nun spring doch da hoch, Mensch, Klaus Bärbel. So, guck mal hier hoch. Hier hoch. Halt. Ist mir gerade hart egal, dass die da auf mich werfen. Das ist doch alles nicht. Ah! Okay. Ich habe einen toten Punkt erreicht. Sorry, ich kann gerade nichts sagen. Ich bin einfach nur enttäuscht von mir selber. So. Ich bleib hier erstmal in diesem Kästchen stehen. In der Hoffnung, dass die mir nicht ganz so sehr auf den Sack gehen. Okay. Jungs? Wir können doch darüber reden. Ist doch alles gut, oder nicht? Nicht? Mensch, was ist denn los mit euch? Komm schon. Komm schon, ist doch alles gut. Anscheinend nicht alles gut. Na gut, kann ich auch mit leben. Oh, hoch da. Wir müssen da rüberkommen. Ach, und warum ging das gerade nicht? Kannst du mir das mal erzählen? Wenn ich sage du, meine ich natürlich unseren Typen damit. Okay, pass mal auf. Ja? Okay, irgendwie habe ich das fast nicht zur Explosion gebracht. Ist mir egal. Ist mir gerade alles hart egal. Ich höre es doch. Ach, da drüben tappelt er. Hallo. Ich steig, glaube ich, zeitnah mal auf Maus und Tastatur, das ist ja eine Katastrophe hier. Oh Gott.
Leute müssen sich auch denken, boah, was ist denn mit dem Typen los, ey? Au. Oh, wie ich einfach gerade nur weggebumst werde. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir auf den Turm kommen. Aber hier geht's doch nicht weiter, das haben wir doch gerade schon festgestellt. Boah, gehst du mir hart auf den Sack. Ja, natürlich fällt die Gesundheit runter. Oh, das ist eine furchtbare Stelle, also furchtbar im Sinne von blöd, weil man sich ja einfach nicht bewegen kann. Oh, jetzt hänge ich hier in irgendeiner Ritze fest oder was? Meine Güte. So, komm, hoch da. Ja, ich wollte ja den Part auch nicht zu lang machen, ne? Oh, hoch. Wenig Gesundheit. Wenig Gesundheit. Wenig Gesundheit. Müssen wir darüber? Müssen wir darüber? Ich springe einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Alles gut bei dir, Keule? Olivia! Ah, sie hat den Archen-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Wenig Gesundheit. Ich wünschte, wir könnten das jetzt irgendwie ändern. So, ich gucke mich hier nur mal ganz kurz um. Ja, pass auf. Ist jetzt leider nicht zu ändern. Ganz viel Pech, sind wir gleich tot. So, holen wir uns erstmal Olivia. Ist doch nicht wahr. Nun nimm das. Ich krieg dich schon noch. Ich krieg dich schon noch. Der einzige Konzern, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandeln lässt. Gott sei Dank. Hör auf zu labern. Sie über den Argent Tower ins Universum gesandt und versorgt so Familien auf der Erde und den umliegenden Kolonien mit der nötigen Energie für ein produktives Leben. Aber dafür ist ein Team nötig. Was macht der da drüben? Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, wir können uns da heilen. So, eine Sorge weniger. Schade, Olivia ist entkommen. Wir haben jedoch eine neue Waffe gefunden. Ich gucke nur mal. Superschrot. Boah, nice. Cool. Ja, geheilt haben wir uns auch, Gott sei Dank. Tut mir leid für diesen furchtbaren Part. Gerade herunterladen. Ja, ist ja gut. Wir gucken uns ganz kurz mal die Karte an. Eieiei. What? Was zur Hölle? Oh Gott. Ach du heiliger Bimbam. Na, da liegt noch einiges vor uns. Ich freue mich schon drauf. Ihr vielleicht auch, trotz all der Noobigkeit. Es tut mir furchtbar leid. Vielen Dank fürs Zuschauen oder fürs Nicht-Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Doom.